Herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Wir sind immer noch hier oben auf dem Dach, wie ich es vorhergesagt habe. Und ja, wir bauen hier weiter. Ob es euch gefällt oder nicht. Weil irgendwann muss ich dieses Dach ja auch fertig kriegen. Und ganz ehrlich, das Dach ist wirklich etwas, was ich am mühsamsten finde. Weil man ja immer so ein Gerüst braucht. Und das ist echt, ja, das zieht sich halt. Deswegen, wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen, wo es ums Dach geht. Aber es geht halt nicht anders. Und wir wollen ja auch ein schönes Häuschen haben. Also auch wenn wir es von unten sehen. Weil, ja, wir leben ja schließlich da ein paar Folgen drin. Und wir werden noch sehr viel erleben, denke ich. Und, aber ich habe mir jetzt auch noch nicht Gedanken gemacht, was ich schlussendlich alles bauen möchte. Das wird dann alles nach und nach kommen. Vielleicht habt ihr auch tolle Ideen. Also die habt ihr ganz bestimmt, aber Ideen, die ich dann vielleicht auch umsetzen möchte. Wir werden vielleicht auch irgendwie mal so mit Redstone und sowas irgendwas basteln. Obwohl, da bin ich dann wirklich, also da bin ich wirklich der Vollnoob. Also da habe ich dann absolut keine Ahnung. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so. Aber mal gucken. Da werde ich dann wahrscheinlich auch Anleitungen im Internet nehmen und mich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten, weil ja, wir wollen ja dann nicht, dass ich irgendwas baue, was dann nicht funktioniert. Und wir schauen dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Folgen zu, wie man irgendwie was Bombastisches baut. Und dann am Schluss funktioniert es nicht. Das wäre ja dann ein bisschen kacke. Ja, und ich krieg's einfach nicht hin, das hier so hinzubauen, wie ich das möchte. Vielleicht von dieser Seite? Klappt es hier? Klappt es hier? Nee. Ich bin zu doof. Dann mache ich das eben so. Also ihr seht, ich probiere hier gerade was. Was weiß ich selbst noch nicht so genau. Tja, das ist halt, das ist Minecraft. Das ist Sparta and Minecraft. Ich weiß selbst noch nicht so genau, was das hier werden soll. Ja, super. Hat wieder super geklappt. Ich bin einfach ein Ass. So. Das Problem ist, ich müsste das ja jetzt so machen. Also, was heißt das Problem? Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Hopp. So. Aber dann müsste das hier, glaube ich, weg. Ah, das ist auch doof. Es sei denn... Moment, ich muss kurz schlafen gehen. Oder zumindest bald. Hier noch gerade ein bisschen die Erde wieder wegkloppen. Bis ich dann ins Bettchen kann.
Ja, die Spannung ist kaum zu überbieten. So. Und zack. Eieiei. Da werde ich ja selber gerade müde. Wird sowieso auch die letzte Folge sein, die ich für heute aufnehme. Weil man merkt schon, wenn man so einen Tag lang gearbeitet hat und dann so 4 Folgen am Stück aufnimmt, dass da merkt man dann schon so langsam, wie die Energie von dannen zieht, sich verabschiedet und sagt, leck mich. War heute auch ziemlich anstrengend, habe ich, glaube ich, schon mal angefangen zu erzählen. Tja, das ist halt, ne? Ihr kennt das sicher auch, zumindest die, die arbeiten. Also die auch im Alter sind, wo man arbeiten muss. Dann ist das eben so. Ich überlege mir gerade... Nee, das wäre doof. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich da noch so einen kleinen Boden reinmachen will. Aber so einen kleinen Raum dann, das lohnt sich irgendwie gar nicht. Weil dann hätte ich hier so einen Durchgang gemacht vom einen Dach ins andere. Aber das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Was man natürlich auch noch machen könnte, ist das Ganze hier ein bisschen mehr auszubauen. Dafür würde ich aber dann wieder noch mehr Treppen brauchen. Was ich damit genau meine, das zeige ich euch schnell. So. Das müsste reichen. Also ich meine da sowas, ne? Oh. Das fängt hier an, so, 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 Biot Schäfer ist, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf dieses Lied gekommen bin. Ja, irgendwie sowas, ne? Dann sieht dann das Dach auch von außen. Ich könnte natürlich auch bescheißen. Ich guck mal schnell von draußen. Aua. So, da sieht das Dach natürlich viel mehr nach Dach aus, wenn man das so auskleiden würde. Man sieht jetzt hier, wenn die Sonne nicht blenden würde, da zum Beispiel sieht man, wie es aussieht ohne. Und dann von hier weg habe ich ja jetzt verdoppelt. Aber ich könnte das ja auch nur von draußen her machen. Theoretisch. Also einfach nur die äußerste Region. Und dann würde das ja auch funktionieren. Dann, gut, ich weiß jetzt nicht, wie das von innen her aussehen würde. Ich hoffe, ich stürze jetzt nicht runter. Weil, ja, ich bin ja Profi darin. Ja, wir brauchen hier ein Gerüst, damit wir das Dach, ich will ja das ein bisschen nach draußen, damit sich auch unsere Zeugen Jehovas darunter verstecken können und nicht verbrennen. So lieb bin ich ja. So. Sieht einfach besser aus, wenn das hier so drüber geht. Weil das ist ja auch normal bei einem Haus.
Da muss ich jetzt gerade gucken, wie ich das hier mache. So. Weil das sieht ja so dann ein bisschen doof aus. Obwohl ich könnte ja dann so einfach so hier abschließen, wenn ich dann wieder genug Stein habe. Ich denke, das mache ich so. Ist jetzt nicht gerade weltbewegend, aber kann sich sehen lassen. So, dasselbe kommt hier natürlich auch. Und wieder verkacke ich es beim ersten. So. Das Ganze dann natürlich auch noch auf der anderen Seite. So. So würde das scheiße aussehen, oder? Ja, das kann ich nicht machen, so. Wenn dann... Oh, ab hier. So, ich glaube... Ich mache mir hier erstmal eine Treppe hoch, weil... ich werde ja auch später noch aufs Dach hoch müssen. Um das da fertigzustellen. Und es könnte ja sein, dass wir ziemlich bald keinen Weg mehr dorthin haben, wenn wir da alles zumachen. So, dann pflastere ich mir hier einen kleinen Weg hinüber. So. Weil wenn ich dann hier auch zu habe, dann habe ich keinen Weg mehr hoch. Oh. Eieiei, ich bin einfach ein Pro, wie er im Buche steht. So, jetzt werde ich mich hier noch schnell hochbauen. Vielleicht mache ich das auch so. Ja, hat super geklappt. Wie ich mir das erhofft habe, nicht. Ja, super. Eieiei. Meine Profi-Skills werden sich wohl nie verbessern. Noch in 100 Folgen werde ich verkacken. So. Ich hatte gerade das Gefühl, ich kann hier gar nicht so weit, dass ich runterfalle. Aber das ist sicher nur eine Illusion und ich will es jetzt nicht ausprobieren. So. Ja. Das wäre es ja gewesen, wenn wir das erste Mal schon richtig gemacht hätten. So. Oh. So, jetzt noch mal gucken, dass ich hier dann hoch kann. So. Jetzt müsste das ja funktionieren. So, genau, richtig. So. Dann haben wir das Baugerüst. Das lassen wir mal stehen. Vorerst. Das werden wir doch brauchen. Und wir werden noch mal Stein holen müssen. Dafür. Und natürlich dann auch für hier in der Mitte, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen werde. Das werden wir noch sehen. Aber ich denke, das werde ich so machen, dass... mit diesen zwei, mit den zwei Lagen.
finde ich eigentlich so natürlich um einiges hübscher. Ob ich es dann wirklich hier komplett so ausbaue, weiß ich jetzt noch nicht. Das wäre halt schon mehr Aufwand. Muss hier ein bisschen runter, damit das funktioniert, was ich hier vorhabe. So. Genau. Dasselbe da drüben. Und da es jetzt gerade dunkel wird, gehen wir natürlich ins Bett. Das werde ich übrigens auch ziemlich bald tun. Ich werde mich nachher mit dem iPad ins Bett legen, vielleicht noch etwas darauf gucken und dann wahrscheinlich noch während dem Gucken einschlafen. Weil ihr hört, ich bin müde. Und, tja. Es war ein langer Tag. Sogar ein bisschen länger als normal. Ich habe nämlich ein bisschen früher angefangen als sonst. Und, für mich ist jetzt wirklich langsam Feierabend. Also, den habe ich ja eigentlich schon länger, aber ich wollte ja für euch hier noch ein bisschen was aufnehmen. Und danach werde ich mich ins Bett legen und, ja. Wahrscheinlich werde ich dann noch gucken, ob ich so lange wach bleiben kann, bis meine Freundin auch zurück ist. Aber das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wann diese dann auftauchen wird. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie lange so ein Zirkus überhaupt dauert. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr. Aber ich glaube, das geht schon so um die 2 Stunden. Um 8 hat es begonnen und wir haben jetzt 20 vor 10. Was, du gehst so früh pennen? Ja, gehe ich, weil Arbeit macht müde. Also pennen. Ich guck noch was. Aber wahrscheinlich nicht lange. Weil so wie ich mich kenne, höre ich dann da beispielsweise einen Gronkh oder sonst wem zu. Und meistens dann eher etwas Gemütliches, also ein gemütlicheres Let's Play. Und dann ja, kann man da schon ziemlich schnell mal eindösen. Besonders nach so einem harten Tag. Aber viele von euch werden das kennen. Also viele von euch, es gucken ja auch so wahnsinnig viele mein Let's Play. Ja. Aber die ganz vielen, die das gucken, die werden wissen, oder einige davon werden wissen, was ich damit meine. Schon lustig, dass gerade in der Musik ein Wecker klingelte. Oder es klang zumindest wie ein Wecker. Oh. So, hätten wir das auch abgebaut. In diesem Let's Play baut man nicht nur Hirn ab, sondern auch Erde. So, dann noch eben die Erde einsammeln. Und dann werde ich mich dann so langsam verabschieden. Tue ich eigentlich jetzt schon quasi. Weil, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Man hat es auch gehört. Akustisch. Es wird wirklich Zeit für mich. Meine Zeit ist abgelaufen. Na, ich hoffe nicht.
Wenn ich jetzt das Dach nicht zubauen würde, machen sollen, tun, würde ich hier echt Glas... Schade, schade gibt es keine so dünnen Glasplatten. Oder gibt es das? Ich weiß gar nicht. Das wäre doch cool. Dann würde ich da Glasplatten reinmachen. Aber ich werde es wahrscheinlich eh schließen, von daher. So, jetzt aber endgültig. Ich verabschiede mich für diese Folge, für diese Episode. Die nächste Aufnahmesession wird wieder ein paar Tage später sein. Weil ich habe jetzt wieder 4 Folgen aufgenommen. 2 müssten noch rauskommen. Und so habe ich wieder ein bisschen Zeit. Und damit verabschiede ich mich bei euch und bedanke mich nochmals herzlich, dass ihr mir zuguckt, zuhört, dass ihr euch das Ganze irgendwie antut und auch fleißig Kommentare schreibt, die wenigen, die auch gucken. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wie auch immer, das Übliche und wir sehen oder ihr hört mich in der nächsten Folge wieder bei Minecraft. Tschüssi!